Ich sag's aus dem Bauchfeld, ich guck so zu dir, aber fliegt das Ding direkt in dein Gesicht. Das ist unser neues Sportgerät. Achtung, guck genau hin, guck genau hin, guck genau hin, Achtung. So sieht's aus. Und dir auch nochmal. Und dir auch nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, schick, schick. Nee, halt. Hast du so eine Entrenchment-Tool, frag mich, Box? Entrenchment-Tool, nee, habe ich nicht. Aber ich weiß auch nicht, was ich jetzt gerade bei mir aus dem Rucksack bei dir da reingelegt habe. Ach, ist auch egal. Ich habe gar nichts in meinem Rucksack drin, deswegen komme ich gar nicht in die Verlegenheit. Ha. Ha. 40 Stück schon. Da passen auch bloß 133 so Dinger rein. Los. Ja. So, weiter geht's. Weil der hier mit den Ding, das ist Sound of Evil, das Ding, ehrlich. Das hört sich echt böse an, also das ist mies. Oh, rote Verbindung, Mensch. Ja, hab ich auch. Vielleicht fliegen wir gleich beide. Unten kam die Meldung mit dem Teamspeak. Ich dachte gerade einfach so, no message received for so und so viel. Das wäre hart gewesen. Das wäre super, ja. Wäre die Karre mich wieder weg gewesen. Ja, das wäre super gewesen, ja. Ich habe noch 700 Meter. Aber obwohl, du hast doch einen Schlüssel jetzt dafür, ist doch egal dann. Naja, wenn ich sterbe. Achso, nee, doch nicht. Da ist die Karre trotzdem weg. Wie das hier aussieht. Hier ist echt alles. Ja, lass mal ein bisschen was stehen, gehen wir weiter hoch lieber, ey. Sieht sonst kacke aus. Komm, wir haben noch 80 Minuten Zeit. Ja, in 80 Minuten steht das alles wieder. Haben wir unser Haus gebaut, weißt du, da wachsen einfach so 100 Bäume drin. Ja, genau. So. Jetzt bin ich ja mal sehr, sehr gespannt hier. Wir haben jetzt 158 Wurz, 16 Stück kriege ich noch. Oh, Safe Zone, Junge. Oh. Ah, Frame-Zahlen gehen hier steil auf jeden Fall. Sind sie steil? Soll ich ein bisschen Umweltverschmutzung machen, hier gleich mal ein paar Dosen hinschmeißen in den Wald, ey. Locked. Kann ich das Ding auch wieder umwechseln von meinem Slot auf den normalen? Die Axt sind, dass ich gerade jemanden stehe und in das selbst schon einfach weghaue. Ja, rechte Maustaste und dann wieder. Add to Toolbelt oder so. Jo. Riesengroße Base von anderen Spielern. Wo denn hinten? Einfach hinten den Berg hochgelaufen. Das hier so. Das war nicht so ganz so schlau. Ja, guck, wie weit die weg sind. Oh, hab ich jetzt so viel Frames. Hier hinten, ja. Ich sehe nicht, wo du bist. Ich sehe hier nichts. Da steht ein Heli. Da steht ein Heli. Ich weiß immer noch nicht, wo du bist. Von unserem Punkt aus gesehen, mit dem Kompass. Ah. Ich guck nach 90, knapp 90 Grad. Ja, ungefähr 90 Grad, ja. 80. Ja, da ist eine Riesenbase. Ach, da ist der Heli, ja, ich sehe einen Heli. Ich bin da in einem von den Büschen drinne. Das ist natürlich scheiße, weil das heißt, die sind doch da. Ich sehe die Base nicht. Wo ist die, ja, links oder rechts? Da muss man noch ein bisschen weiter rechts. Ja, gut. Ist mir fast ein bisschen zu nah, muss ich sagen. Ah, stimmt schon, weil die können uns übelst besnipen von da. Ja. Das hast ja gehört, hier hat einer von denen geschossen, glaube ich. Ich glaube, das kam von hier. Bin jetzt noch ein Stück weiter rechts. Das ist ein Hase. Ach, die Steinbase da oder was? Jo. Ja.
Ja, ich kann natürlich direkt runter gucken auf uns, oder? Ne, wir liegen im anderen Tal, guck mal. Das geht, glaube ich, schon. Wir können uns natürlich auch noch weiter nach rechts verpissen. Kommen wir wieder zurück. Fällt mir nicht so wirklich, weil wir unten ziemlich in Schussreichweite von ihnen stehen. Die haben immer den Vorteil, weil sie immer nach unten schießen müssen, weißt du, wie ich meine? Ah. Kommt der Heli wieder? Der landet hier irgendwo. Komm mal runter zu mir. Bin schon da. Oh ne, der fliegt, der landet nicht. Jetzt hört gerade der Motor aus. Da fliegt er. Und. Ne, alles klar. Ja, wollen wir uns wieder verpissen von hier oder was? Ja. Das gefällt mir nicht gut. Ja, Zeug haben wir ja jetzt erstmal. Ja, vielleicht einfach mal bloß ins nächste Tal rein oder so. Wie gesagt, hier stehen echt überall Bases rum. Vielleicht vorher mal mit dem Fahrrad auskundschaften sollen. Was so Lärm ist. Was sieht man, wenn wir uns jetzt hier hinstellen? Ich kann sagen, oder wie setzt ihr einfach hier hinten jetzt hier in den Wald rein? Das finde ich ganz cool hier. Wo bist du jetzt genau? Da bin ich mal ein Stück weiter reingefahren. Aber je höher du da hinten fährst, umso weiter kommst du in den Lager wieder näher von dem. Nee, das Lager ist ganz weit rechts. Das Ding qualmt voll hier. Wie viel km/h kannst du hier fahren? Aktuell sind es gerade 26. Okay, warte mal kurz. Einfach hier hin. Da hinten auf dem Hügel rauf oder was? Ah, das ist, wie gesagt, da oben waren wieder Bases, ne? Da hinten auf dem Hügel, geradezu vor und auf dem Hügel auch rauf. Warum ist eigentlich kacke wegen Heli-Zeug? Aber es ist egal, wir probieren. Wann sind wir dann in der Vorteilposition? Das Ding explodiert gleich mit dem, wenn der Gang weiterfährt. Ja, sag ich ja. Warum auf Berghof gefällt mir irgendwie nicht, ich weiß nicht. Zu offen alles. Links von uns steht jetzt eine richtig riesen Base, glaube ich, auf der freien Fläche. Ja, da genau vor uns. Fuck. Sascha. Was ist mit hier rechts unten? Oh, warte mal. Was denn? Glaub, geschossen oder was? Ich glaube, da ist noch ein anderes Auto. Willst du aussteigen oder was willst du machen? Mach mal den Motor aus. Ja, ist. Total aussieht, wie zwei Qualm von unseren Autos, ey. Das ist scheiße, das gefällt mir alles nicht. Wir haben überall irgendwelche Basen im Rücken. Wo steht die jetzt genau? Hier hinter den Hügel hoch. Weiter rechts oder weiter links?
Genau dahinter, gerade drüber, einen Hügel drüber. Ah. Kannst nicht verfehlen, ist riesengroß. Hm. Was Jens? Ja, ich bin irgendwie gerne da unten rechts. Was ist denn damit? Wo? Da hinten. Ich fahr da runter. Karre lässt sich gerade nicht drehen. Was ist da los? Ja. Ja, die Frage ist hier unten, wo hier sind wir auch völlig auf dem Tablet. Absolut. Frage ist, wie es am anderen Maprand aussieht. Nicht besser. Je näher zum Trailer, umso mehr Sachen sind gebaut. Das hier ist noch blöder, weil hier haben wir rechts eine Base und links eine Base. Und was jetzt? Gute Frage. Ich würde ja hier sagen, hier drin bauen wir irgendwie sowas, kommt. Dass wir halt hier, guck mal, hier ist ein bisschen freie Fläche. Wir wollen ja keine riesen Bonsen-Base bauen, wir wollen ja bloß eine Base bauen. Also trotzdem jetzt immer noch die beiden Basen da am Rücken, aber gut. Ja, aber ja. Wird halt nicht besser, ne? Das weiß ich nicht, ich kenne halt die anderen. Die kennen halt den anderen Maprand nicht wirklich. Ich weiß nicht, wir könnten mal über den anderen Trailer da probieren, direkt oben drüber, da wird alles vollgeballert sein mit Hütten, das sag ich dir jetzt, weil das ist ja optimale Lage, wenn du da kaufen gehen kannst und da oben drüber gleich die Hütte hast. Ich hab kein Hunting Knife. Craft Lumber, Missing Tool, Hunting Knife. Was bitte? Wir brauchen so ein Jagdmesser noch da. Oder hast du eins? Ja, ich hab gar nichts, ich hab auch keine Toolbox, bräuchte ich auch noch. Hm? Dann. Tja. Kommen beide nochmal zusammen. Lassen wir unser Auto jetzt hier lockt stehen. Dann fahren wir beide zusammen mit den UHZ mal und holen uns mal alles, was wir bräuchten. Das können wir machen. Aber Geld, das ist das Problem daran. Das können wir mal machen. Ups, aber. Lass mit dem Fahrrad fahren. Eigentlich ja. Mann, wenn ich da jetzt raufkommen würde, wieder. Ich hab kein Fahrrad. Ja, fahren mit den Dingens, ist auch kein Problem. Dann fahren wir mit den anderen Dingchen. Aber ich würde halt gerne mal zum. Obwohl es halt einfach nichts nehmen wird. Was denn? Was die andere Seite mal abchecken. Ich würde gerne erstmal Geld haben, wenn wir irgendwas machen können in dem Spiel. Ich meine, es ist ja gut, dass wir alles abchecken können, aber das Problem ist halt, wenn wir kein Geld haben, dann ist halt nicht. Jetzt mal alles mein Zeug in den großen Truck noch reingepackt. Mich auf den
Irgendwann, wo er was mitnehmen kann. Wollen wir was Airfield fahren oder was willst du machen? Ja, ich denke, willst du Geld sammeln oder wie? Können auch gerne hier noch eine Runde rumgucken, fahren. Ja, aber das wird ja dir mein Fahrrad machen. Ich kann dir eh nicht helfen beim Verkaufen, weißt du, wie ich meine? Bringt ja eh nix. Dann fahr ich jetzt nicht mal auf der anderen Seite gucken und fahr dann hinten gleich mal zum. Merk dir bloß, wo das Ding hier steht. Sag es mir. Ja, da ist ungefähr. Muss man nicht markieren. Ja, passt schon. Hast du den großen gelockt? Den LKW? Hast du ihn gelockt? Nein. Irgendwas zu essen und zu trinken mit? Nee, wa? Doch, aber es liegt glaube ich eh da im LKW drin. Ja, es liegt eh im LKW drin. Das einzige Trinken, was ich hatte, liegt da im LKW drin. Das macht nichts. Hey, das kannst du aus dem LKW rausnehmen. Ne, nimm doch, trink doch. Ich hab noch was. Hier liegen noch zwei Flaschen drin. Die Hälfte habe ich noch. Bis später. Achso, ganz kurz, was ist denn mit. Eigentlich wäre das anders. Das ist total beschissen, ne? Ich hab jetzt wieder keinen großen Rucksack, das heißt, ich muss jetzt jede Waffe wieder einzeln fünfmal hin und her rennen. Warte mal. Und. Wenn ich ans Gear rankomme, packe ich dir meinen Rucksack rein und ich nehme deinen wieder mit. Okay. Weiß nicht, ob man das reinpacken kann. Warte mal, das Gear ist fast voll. Ich nehme mal ganz kurz. 8 von 7 Rucksäcken. Ist okay. Du brauchst einfach bloß deinen reinpacken. Wie kann ich das machen? Doppelklick drauf. Nee, einfach Gear öffnen und dann einfach dann ganz runter und dann auf deinen Rucksack drücken und dann fährt nach links. Jo, perfekt, dankeschön. Jo. Ja, los, zack. Okay, bis später. Item Wood. Floor Quadrat, wie auch immer das geht. Part of Wood Lumber und Part of Plywood. Jeweils 3. Du kriegst einen Boden oder was? Ah. Crada Floor steht da. Wird schon sowas sein. Also machen wir direkt mal sowas. Jo. Ich komme jetzt mal zu dir hochgefahren. Du, ich bin gerade unterwegs, weil sonst verhungere ich. Habe gar nichts zu essen und zu trinken. Gar nichts. Wasser ist direkt schon stark rot. Hast du jetzt. Wie bitte? Du warst doch da am Trader, hast du erzählt. Ja, aber ohne Geld, weil ich das ganze Geld fürs Moped rausgeschmissen habe, was jetzt irgendjemand kaputt gemacht hat. Mit ja. Einem verfickten Wodnik. Was gibt's jetzt? Trader-Menü. Tool-Item, frag mich was. Ich kaufe mir meine Crowbar, ja, weil. Geht halt nicht ohne. Die kostet doch nicht, die kostet 2 Silber. Naja, okay. Wow. Aber könnte man halt auch überall finden, aber bei 2 Silber ist das gerade Pups. Ja, aber ich meine, ehe ich jetzt wieder in irgendwas außerhalb der Safezone-Renner erschossen werde und alle Autos weg sind. Muss ich ganz ehrlich sagen. Pussy Mode on. Das ist richtig Pussy Mode hier das Spiel. Ja. Ist aber egal. Richtig. Die nehmen sich eh alle asozial hier von dem her. Hm. Oh, dude, I'm funny. Oh, fuck. Fuck, I hate speaking on the side chat. Ah. The fuck, ey. Könnt ihr das ausmachen, der Lutscher? Das ist blöd, das auszumachen. Schnauze! Okay, das war jetzt echt lustig. Nö. What the fuck? Oh Mann, ey. Schnauze. Die alte Runzelhutte, Hutte. Die alte Runzelhutze ist hier unterwegs zum. Das ist auch geil. Oh Mann. So, Kollege. Wird hier hart gechoppt. Gechoppt. Safeguard Set. Repair Vehicle an. Ich würde ja gerne locken. Danke. Keine Locken. Locken, ja. So, wir sollten uns wieder am Truck treffen. Einer fährt den Truck, einer fährt. Also, ich fahre halt da mit dem normalen Fahrrad. Ich bin gerade unterwegs zum Banditencamp. Ich bin am anderen Ende der Map.
Ja, da bring, oder du bringst dann einfach den Truck mit, wenn du willst. Dann komme ich da direkt hingefahren zur Stelle, wo du meinst. Ja, den müssen wir erstmal inspizieren und gucken, ob das so okay ist.